Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Fate of Say Soldier's Destiny. Ventilator angeschmissen, Frust verschwunden, Kopfschmerzen bereit, Müdigkeit check. Nichts steht mit diesem LP im Wege. Okay, ab zum Köchler. Das war das falsche Haus. Ab zum Köchler. Hallöchen. Ach, Mensch, dass den Tisch zu lange macht. Ach, sie kommst wegen des Auftrags. Fix mal deine Rechtschreibung, nur mal so nebenbei, ne? Okay, gut. Ja gut. Nun, ich habe mir ein Buch von jemandem geliehen, der in der Kirche von Kenmos zu finden ist. Ich würde es begrüßen, wenn Sie es ihm bringen könnten. Natürlich. Danke sehr, ich kann mich sicher auf Sie verlassen. Große Ninko erhalten. Was ist denn bitte schön der große Ninko und wer zur Hölle soll das sein? Hier sieht es aus wie eine Feder. Ein Buch über ein Haus, zu dem man mal reisen sollte. Okay, gut. Gut, es ist ein easy Auftrag. Komm, es ist ein Mantis Hunter, der will Viecher erlegt sehen. Der macht doch hier keine Botengänge, Alter. Wenn, dann heißt es, sammel 3 blaue Pilze. Warte mal, ich sollte mal ein bisschen speichern gehen, bevor ich mit dem Kundenmenschen rede. War hier nicht in der Kirche direkt auch noch ein Speicherpunkt? Ja, hier unten, ne? Yep. Speichern. Perfekt. Heremaut ist jetzt offiziell in jedem Speicherpunkt eliminiert. Geheilt bin ich, hoffentlich. Okay, reden wir mit dem Kundenmenschen. Bist du das? Ich dachte, du wärst tot. Oh, sie bringen mir das Buch, was ich Herrn Koch ausgeliehen habe. Das ist sehr freundlich. Bring doch bitte auch gleich das Buch an den netten Köchler zurück. Der große Cooler 341 erhalten. Der große Ninko abgegeben. Ein Buch über einen Mafia-Boss. Schön. Warte mal im Ernst. Wieso zur Hölle? Das ist doch sein. Wieso lebt der? Und. Was? Ich check's nicht. Oder war das Kirmios der 28. Ich weiß es gerade nicht. Ich habe gerade nicht genau gelesen. Das ist ein bisschen nervig, dass man hier rumlaufen muss. Oh, sogar mein Buch haben sie zurückgebracht. Na, das ist ja mal was. Was könnte ich ihnen denn geben, was ihren Taten gerecht wird? Ah! Vielleicht können Sie damit etwas anfangen. Ich habe es einst im Kampf erhalten. Was? Eine teuflische Seele bekommt man von dem? Verlorene Seele, die den Pfad des nackten Gottes verlassen hat. Stumpf. Warte mal. Dann tragen ja bloß noch 2 der, ich glaube, 4 Secret Bosse waren es. Teuflische Seelen nennen sich. Einer davon wird Mantis haben. Bin ich so der Meinung. Sollen wir wieder auf solche Bestellung, so weit ist gerade nichts. Oh, ich bemerke gerade, dass du Argos Nino-Gesteine im Inventar hast. Finde noch Gockel Need und ich kann dir einen netten Schild draus basteln. Na, endlich mal. Aber ich weiß auch schon, wo ich das Gockel Need herbekomme. Hoffe ich. Ich hoffe es inbrünstig. Ich hoffe inbrünstig, dass ich weiß, wo ich dieses Drecks Gockel Need herbekomme. Denn wo anders gab es bitteschön einen Gockel? So, auf und davon. Sogar auf der richtigen Map. Perfekt. Hallöchen, du Hähn. Dieser Hahn. Erinnert mich an irgendetwas. Okay, nein, gut, ich lag falsch. Perfekt, ich habe keinen Plan, wo ich Gockel Need herbekomme. Das ist blöd. Du verschwindest hier. Ich habe eine Idee.
Auch wenn es wahrscheinlich immer noch nicht die Zeit dafür ist, ich probiere den Doktor nochmal. Weil irgendwie schien der mir machbar. Der schien mir irgendwie machbar. Das war total einseitig, aber dadurch, dass das Mr. Knüppelmann, der Penumbra-Ningo jetzt eventuell auch einigermaßen was an Waffen jetzt so aufweisen kann und so, ne? Habe ich mal so die Vermutung, dass ich eventuell mit ganz viel Glück und Schmackes gegen den bestehen könnte. Warte mal. Ningo ist Level 14, der müsste eine neue am Arsch. Arsch oder eine neue Fähigkeit wolle. Am Arsch. Speichern, ja. Speichern wir einfach mal da. Ja, das kennen wir schon. Naja, da war ja komplett die Magie immun dabei aus. Was? So viel Schaden hat er gemacht? Da kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern, dass er so viel Schaden gedrückt hat. Danke. Oder eher nicht danke. Der Plagendoktor ist schon mal nicht machbar. Und ich schätze mal, dass es mit Mantis jetzt gleich ähnlich laufen würde. Also würde ich sagen, geht's ab nach Kenbos und zu Mephistos Schloss. Weil hier ist nichts zu holen. Auf und davon. So, jetzt will ich nochmal überprüfen, habe ich wirklich schon 6 Sachen abgegeben? Habe ich wirklich noch nicht 6 Sachen abgegeben? 1, 2, 3, 4, 5. Lol. Das habe ich jetzt echt nicht erwartet. So, das Haus, ne? Ja. Oh, Bücher. Hier stehen mehrere Bücher. Fatum. The Legendary Trash, Hekov's Quest, Fate of Say, Hearing About the Lost Chapters, Man Sex is Wonderland, Fate of Say, Soldier's Destiny. Der Autor aller Bücher ist Wolle. Hier steht ein Buch über einen Seelensammler, der stets vom Tod verfolgt wird. Ein Seelensammler, der vom Tod verfolgt wird? Alter, mal im Ernst. So. Naja, warte mal, ein Seelensammler. Ich komme irgendwie gerade nicht darauf drauf, ob das. Nee, das gibt keinen Sinn. Dieper sind Sassilla. Ja. Aber mal im Ernst? Nee, warte mal, das war das falsche Buch. Sammler, der vom Tod verfolgt wird. Ich komme gerade wenig drauf. Ja, auf und auf. Auf und davon. Was? Das ist Mephistos Schloss? Was sind das für alte Leute? Das Stil kommt mir ein wenig bekannt vor. Egal, los geht's. Wer bist du? Guter Tee tut keinem weh. Wow. Lecker Tee. Ja, haha. Gut, was war das? Kann ich hier mit jemandem reden? Natürlich nicht über so einen breiten Tisch. Huhu. Was? Hallo? Ja, ich bin ein Tiger. Hast du ein Problem damit? Ja. Weiß es doch auch nicht.
Wünsche den Herrschaften eine angenehme Zeit im Mephisto-Schloss. Lassen Sie sich bitte nicht von den wenigen Monstern stören. Sie verkehren hier aufgrund eines kleinen Fehlers. Was? Versichere Ihnen Mephistos Tee-Angebot ist vielfältig, sowie auch tiefgründig und komplex im Geschmack. Das will ich doch hoffen. Ja, geil. Mal im Ernst, keine ungestörte Aufnahme. So, weiter geht's. Ja, alle Mephisto-Schlösser sehen gleich aus, rechts oder links. Rechts sieht so aus, links. Peter. Da ist eine Kiste, die sieht besonders aus. Gregor, den Teddybären. Oh. Geld. Mhm. Große Kiste. Ich will eigentlich nicht gegen euch kämpfen, aber ich mach einfach. Batu? Batu? Was soll es? Batu? Okay. Gut. Nee. Noch mehr Monster. Tee-Party-Monster? Na gut. Das ist machbar. Das ist machbar, meine ich. Er hat nur noch 500 HP. Anderen Kräuter. Ja. So. Und putz. Optimal. Level up. Ah, der Ningxche Geist. Der Ningxche Kampfgeist. Nicht zu verwechseln mit dem Nudyr. Gut. Und es kostet noch mehr SP. Gut gemacht. Wo geht's hier hin? Diese Kammer in der Mitte. Ach, das ist nur ein Speicherkristall. Ich wollte gerade sagen, da gehe ich jetzt nicht hin. Wo ist der Heilkristall? Was? Willkommen im Wolle-Room. Dies ist ein Ort zwischen Zeit und Raum, bla bla bla. Seid ihr also im letzten Dungeon angekommen? Ich hoffe, das Spiel hat euch bisher gefallen. Oh mein Gott, nein! Alter, ein paar schöne Stunden bereiten. Ich bin im letzten Dungeon. Und wieder einmal ist es Mephistos Cavern. Und ich glaube, ich habe da einen großen Fehler gemacht. ja, Spiel zum Menü. Ich hoffe. Oh, puh. Gut. Vergessen wir alles, was gerade passiert ist. Und tun so, als wäre dies nicht passiert. Genau. Schauen wir mal ganz schnell. Teuflische Seele, also haben wir die Herr-Koch-Quest schon gemacht. Gut. Hat sich vielleicht eventuell ein Event ausgelöst, wo in der Arena oder da in der Kenmos-Arena, nee, der Kenmos-Arena eventuell sich jetzt was ausgelöst. Ah, da hat sich da was ausgelöst. Ich habe auch gespeichert. Hallöchen. Oh, ich würde auch so gerne in der Arena antreten, aber ich bin einfach zu schwach. Hey, du siehst wie ein Soldat aus. Naja, ich bin doch einer. Du kommst sicherlich viel rum und musst haufenweise Monster bekämpfen. Ja, könnte man so sagen. Also, kannst du mich mitnehmen? Was? Ich wollte schon immer unbedingt am Turnier teilnehmen, aber ich finde keinen Ort zum Trainieren. Du bist sicherlich viel unterwegs und da dachte ich mir, dass ich dich begleite und im Kampf unterstütze. Dann hast du einen neuen Begleiter und ich kann trainieren und an dem Turnier teilnehmen. Ja, klar, wieso nicht? Yay, super! Danke! Haja, ho! Gut, das wäre es auch jetzt mit der Sache mit dem Secret Teammate. Und sie kommt einfach mal stärker ins Team als die anderen beiden. Super. Es kann sich leider... Was? Er kann sich leider nicht in eine Sense verwandeln. Ja, das ist... der Omega-Stab. Ich wünschte, ich hätte...
Er riecht ein klein wenig nach Katze. Ja, geil. Was kann die so? Kürbisbombe. Mischung aus Beta-Carotin, Vitamin A, Magnesium, Calcium, Kalium und Dynamit. Wieso Dynamit? Und wieso hat die so fucking viele Leben? Ist die Harry-Maut sind besser oder was? Dieser Schwachsinn, Alter. Ja, aber ja, am Arsch. Ja, mal ernsthaft. Ja, mal ernsthaft am Arsch. Ab zum. Ja, am Arsch mit dem YouTube-Link. Ab zum Plague Doctor. Versuch Nummer 3. Okay. So. So. Stimmt. Hat es Schaden gemacht? Nee, hat es nicht. Mach einfach mal auf dich selbst. Wie sie einfach mal zwinkert und gleichzeitig so eine Pikachu-Fresse hat. Richtig geil. Warte mal, das wird doch dementsprechend auch keinen Effekt haben, oder? Doch, wird's. Was? Wieso ist das? Aber... Ich kann das einfach mal 25 mal an... 25, ja... Warte mal... 25 mal 500? Das macht... 100? Nee, 12.500 Schaden. Gut. So ganz, ganz grob geraten. Wer hat jetzt eigentlich Schaden gefressen? Keiner? Ja, der schickt mir gerade Haufen, der Volley, der schickt mir gerade Haufen Sachen. Wenn ich natürlich nicht verfehlen würde, würde ich so viel Schaden machen. Oh, weise gehandelt habe ich hier. Oder so. Du weißt, ich mache langsam nicht mehr genug Schaden, um den Schaden wieder auszugleichen, ne? Oh Gott. Blair geht langsam auch low auf MP. Und das war's mit Zay. Und ich hab's geschafft. Wow. Nun, da bin ich jetzt wohl der Fehlschlag, der die Forschung vorantreiben wird. Da war ich doch so nah dran. Oh, verdammt. Teuflische Seele erhalten. Die zweite. Ich vermute mal, dass der Körper des Geistes... Vermute mal, dass das der Körper des Geistes war, dann werde ich ihm mal Bescheid geben. Ah ja, warte mal. Zur Sicherheit, falls mich irgendwas anspringt. Ja, was soll mich jetzt bitte schön noch anspringen? Gut, dann machen wir die Quest jetzt auch mal ganz schnell in dem Part zu Ende. Ohne Blair hätten wir das nicht geschafft. Nein, nein. Nein, mal im Ernst. Ohne Blair hätten wir das wirklich kein bisschen geschafft. Und da bin ich wieder. Was geht ab, Alter? Danke, Mann. Dank dir weiß ich jetzt, wo mein Körper ist. Alter, das ist mal ein gutes Gefühl. Ich mach mich da mal auf den Weg, Mann. Und jetzt geht's wieder zurück. Dein Ernst? Und da sind... Natürlich ist er weg. Warte mal, das kann es doch nicht gewesen sein. Der ist wirklich weg, ey. Gut, dann ist er jetzt wirklich weg. Aber jetzt bleibt doch bloß noch als Boss Mantis, oder? Oder irre ich mich da irgendwie? Bau- und Stauarbeiterfront, ja... Bauen Stau. Wohl eher niemals nimmer Bau oder sowas. Aber egal. Das hätten wir. Ich will jetzt den Typen noch suchen. Krieg ich jetzt von dir Kokenitan? Nope. Ja. Im nächsten Part werde ich mal versuchen, Mantis zu besiegen. Nichts Neues, gut. Wenn das noch nicht funktioniert,
Dann... Ja, dann gehe ich in den letzten Dungeon, Punkt. Wenn ich ihn jetzt nicht besiegen kann, dann werde ich ihn jetzt vom Dungeon, bevor ich irgendwas trainieren konnte, auch immer noch nicht besiegen können. Aber okay, gut. Ja. So. Stellen wir uns an einen schönen Ort. Und mal wieder nicht kennen Boss. Denn von diesem Ort haben wir genug. Ich will natürlich jetzt irgendeine epische Musik laufen haben. Aber egal. So, das war's mal wieder für diesen Part von Let's Play Soldier's Destiny. Er ist wahrscheinlich ein bisschen länger als die anderen Parts. Ich muss aber auch gucken, wie viel von dem Rumgerannte ich noch reinschneiden werde. Und ja. Damit bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.